Hey ho, meine Lieben, kleine bisschen Braterei heute. Jo. Leider kein Hashtag Grillabenteuer, so wie ich es gesagt hatte. Ich hatte ja diese Steaks eingelegt mit diesen Tubenmarinaden oder Tubenzusätzen. Das ist die Knoblauchvariante. Wollte ich ursprünglich grillen, aber Leute, ich sag's euch ganz ehrlich, draußen ist immer noch so bockheiß. Hier in der Wohnung ist es gerade angenehm. Ich habe heute keine Nerven mehr, die Bude zu verlassen. Darum schmeiße ich mir jetzt das erste Backel von denen mit Knobi in die Bratpfanne, brutzelt es da raus, haus mal auf der Semmel drauf und dann wissen wir schon mal, ob es auch Bratpfannen geeignet ist, ganz genau, oder eben Planscher. Gut, gehen wir rüber, direkt am Herd, Pfanne anheizen, los geht's. Und ja, heute ein kürzeres Video, aber wir wissen dann endlich, wie es schmeckt. Ab in die kleine, aber feine Küche. Das Einzige, was ich hier jetzt mit reinhau, ist ein klein bisschen Butterschmalz. Also wirklich bloß ein klein bisschen. Und dann lassen wir schnell die Pfanne heiß werden mit dem Butterschmalz, dass der auch geschmolzen ist. Und dann können wir auch schon meine zwei Knoblauchsteaks da rein pfeffern. So, jetzt aber schnelle. Also, original noch verschweißt, nicht, dass es heißt, ich hätte hier gefälscht und ja, beschissen. Nein, original, so wie ich es einvakuumiert habe, kommt es hier jetzt in die Pfanne rein. Und wird rausgebrutzelt. Eieiei. Naja, muss ich nachher putzen. Jetzt brauche ich den Deckel auch schon nicht mehr rausholen. Aber das spritzt schon mal richtig heftig. Bisschen runtergeschalten habe ich, schön Farbe ziehen lassen, dann umdrehen, Farbe ziehen lassen und dann soll es auch schon fertig sein. So, Rücken kann entzücken, geht recht schnell, obwohl Rücken kann entzücken, passt in dem Falle auch. Ich wurde im Kommentar gefragt, warum ich Schweinerücken nehme und keine Nacken, ganz einfach, ich persönlich wollte den Schweinerücken nehmen, weil er so schön mager ist. Das und Schweinefilet ist mir das allerliebste Fleisch. Ist mein persönliches Empfinden. Und ja, ich stehe dazu, ich sage das. Wer da eine andere Meinung hat, der darf sie gerne haben. Das ist ja kein Verbrechen. Also ich brutze das jetzt noch fertig raus. Eventuell drehe ich das nochmal um. Schauen wir mal. Und danach kommt noch meine Semmel. Auch noch kurz da rein, aber das zeige ich euch dann wieder. So, meine Lieben. Die Dinger schön durchgebrutzelt. Ich nehme bloß das Fett hier gleich ein bisschen rüber. Ja. Also die Semmeln
oder die Semmel soll ruhig schön den Butterschmalz aufnehmen. Und dann darf die hier auch noch ganz kurz mit drin liegen. Und dann sind wir eh schon fertig. Die Latte schalte ich schon mal aus. Ja. Hurra, hurra, hurra! Mein Abendessen ist fertig. So. Und jetzt probieren wir die Steaks. Für alle, wo das vorige Video nicht gesehen haben, hole ich die Zwiebelcreme, Knoblauchcreme. Hatte ich das nur mit der Knoblauchcreme eingerieben. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, ob ich Salz und Pfeffer auf die Steaks drauf habe. Kann ich wirklich nicht mehr sagen. Aber das probiere ich jetzt einmal so pur und naja, schauen wir mal. Oh, salzig ist es einmal. Ich glaube, ich habe eingesalzen. Heiß. Heiß. Schmeckt wirklich sehr knoblauchig, lecker, aber auch sehr salzig. Also ich weiß es nicht im letzten Video, ob ich das Ding eingesalzen hatte oder nicht. Und jetzt probiere ich noch einen Spurz von meinem neuen Lieblingsketchup, den Develei. Einfach noch mit, einfach bloß hier vorne mal einen Tropfen drauf. Geil. Kann man machen, muss man aber nicht. Es gibt ja Leute, die essen alles mit Ketchup. Ich habe mich jetzt entschlossen, hier auf meine Semmel einen Ketchup mit drauf zu tun. Ich werde jetzt verspeisen. Knoblauchcreme Test muss ich sagen positiv, also nicht Corona positiv, lecker positiv. Probiert es selber auch mal aus. Also das erste hat schon mal den Test bestanden und ich gehe jetzt wieder rüber, tu schön gemütlich essen und Leute, ciao Grofsky, juck juck, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns spätestens dann im Livestream oder auf der DGM. Ciao, ciao. Und es ist immer noch heiß.